So, und jetzt kommen wir auch schon zum spannendsten Teil, finde ich, von diesem Abend. Denn jetzt weiß keiner von uns, was passiert. Jetzt kommen die Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern aus den sozialen Medien. Und jetzt sind wir an dem Punkt, glaube ich, der uns allen super wichtig war, dass wir auch die Jugendlichen zu Wort kommen lassen, die uns jetzt auch ihre Fragen geschickt haben. Ich schaue mal rüber auf meinen Bildschirm und sehe da die erste Frage, die an die Frau Barkos geht und von Laura Klenze kommt. Sie fragt, bei welcher Wahl durften Sie denn in Österreich das erste Mal wählen und wie alt sind Sie da gewesen? Da werde ich jetzt gerade an einem wunden Punkt getroffen, weil kurz vor der Veranstaltung habe ich eben versucht, das für mich zu eruieren und ich weiß es leider nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte es beantworten, aber ich glaube fast, dass es eben 2008 war. 2007 gab es ja diese Wahlrechtsreform und ich glaube, dass ich 2008 das erste Mal wählen gegangen bin. Oder vielleicht war es vorher, aber ich weiß, dass es keine besondere Wahl war. Also wahrscheinlich war es nicht 2008 und ich glaube, das erste Mal gewählt habe ich bei der Bundespräsidentenwahl. Und das ist bei uns eher, wie soll ich sagen, nicht ganz so das Spannende. Aber ich muss ehrlich gestehen, es war für mich deshalb was Besonderes, weil ich mich wirklich, also ich war wirklich sehr stolz drauf. Also ich kann mich zwar nicht mehr wirklich erinnern, welches Jahr es war, aber lustigerweise, woran ich mich erinnern kann, ist der Weg ins Wahllokal und ich weiß noch genau, wie auch die Wahlkabine ausgeschaut hat. Das war für mich ein ganz besonderer Moment. Schön. Die zweite Frage kommt von Timo Hölzer und richtet sich an Matthias Fack. Er fragt, was sind die wichtigsten Aufgaben als Präsident des Bayerischen Jugendrings? Danke für die Frage. Ich frage es mich jeden Tag, weil das Gebiet ist so breit und spannend. Das lässt sich tatsächlich gar nicht so einfach sagen. Ich sage es in die zwei Richtungen, die ich schon mal dargestellt habe. Auf der einen Seite bin ich typischer Lobbyist und ich liebe meinen Lobbyismus. Wir bringen nie Geld mit, sondern tiefe Überzeugung. Und das, was uns ausmacht und was uns ausmacht, sind die Ideen. Also Lobbyismus für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen. Und das Zweite als Präsident ist tatsächlich, dass ich die Aufgabe habe, zu schauen, dass der Laden läuft. Das heißt, die 103 Kreisstadt-Bezirksjugendringe, die es in Bayern gibt, sind rechtlich nicht selbstständig, sondern wir alle sind gemeinsam der Bayerische Jugendring. Und wir haben so was wie eine kleine Rechtsaufsichtsfunktion auch für die, aber vor allem die fachliche Begleitung. Und wir sind dann auch eben so was wie ein Think Tank. Das heißt, ich gebe auch Impulse oder nehme Impulse auf. Und wir schauen, dass auch sich was Neues entwickelt. Und deswegen ist das Leben so bunt bei uns und findet in so vielen Ländern statt, noch dazu. Das ist das Dritte, was ich machen darf und in den letzten Jahren viel gemacht habe, bis eben Corona kam. Ich war im Ausland viel unterwegs, habe mit Jugendorganisationen dort Kooperationen aufgetroffen, zum Beispiel mit Kirgisistan, Armenien. Oder wir haben selber in Brüssel tatsächlich ein Büro gegründet, wo eine Mitarbeiterin von mir ist, damit wir auch in Brüssel direkt Politik machen können. Das heißt, ich bin auch normalerweise total viel unterwegs. Das alles macht es vielleicht jetzt nicht deutlicher, was ich eigentlich tue als Präsident. Aber das vielleicht Schlussbemerkung, ich werde gewählt tatsächlich von dem Parlament. Meine Amtszeit beträgt jetzt immer 4 Jahre. Wir haben eine Amtszeitbegrenzung. Und das macht mir auch stolz. Mein Mandat ist direkt auf junge Menschen zurückzuführen. Und das ist, ich sag mal, in Abwandlung von anderen Zitaten, das schönste Amt neben dem Papst. Also ein sehr vielseitiges Amt auf jeden Fall. Das kann man zusammenfassen. Die dritte Frage geht an den Tobias Gotthardt, kommt von Peter Wellinger. Er möchte gerne wissen, welches jugendpolitische Ziel hat für das Jahr 2022 oberste Priorität? Also ich würde sagen, dass die gesteigerte Partizipation in ihrer Vielfalt, wie sie da ist, vom Jugendparlament bis hin zu einer Diskussion über das Wahlalter, glaube ich, eines der zentralen Themen in diesem bayerischen Jahr der Jugend sein muss. Und dann auch die Frage, wie können wir unsere Umwelt noch jugendfreundlicher gestalten? Und da sehe ich gerade in der Fach- und Servicestelle zum Beispiel für Jugendbeteiligung oder auch der Umsetzung des Prädikats jugendfreundliche Gemeinde zum Beispiel, sehe ich durchaus große Ziele neben der Neufassung der Kommunalgesetzgebung.
die ja ohnehin in dem Jahr ansteht. Weil die steht immer an, also diese Änderungen stehen immer an am Ende einer Legislatur, das hätten wir jetzt. Und ich werde dafür streiten, dass wir das Jahr nutzen, um da auch das reinzubringen, was wir drin haben wollen. Dann kommen wir zu Frage 4, die geht wieder an die Frau Barkos, kommt von Martina Vogt, die fragt, wie wurden die Corona-Maßnahmen in Österreich von den Kindern und Jugendlichen, gegebenenfalls in Bezug auf die Aktivitäten auch von Wien Extra, aufgenommen und kompensiert? Also wie ist die Jugend mit diesen Einschränkungen umgegangen? Also man hat in Wien versucht, eben über vor allen Dingen PCR-Tests, da muss ich kurz ausholen, warum PCR-Tests, wenn man denkt sich vielleicht, okay, bei Jugendlichen ist das vielleicht nicht so easy, aber in Wien gibt es ein ganz großartiges PCR-Testsystem, bei dem auch Kinder und Jugendliche nicht so große Probleme haben, nämlich es heißt Alles gurgelt und das ist ein System, bei dem man einfach eine Minute lang gurgelt. Ich weiß nicht, ob es das auch in Bayern gibt, wahrscheinlich zumindest in irgendeiner Form schon, gehe ich mal davon aus. Aber bei uns wirklich so flächendeckend, dass man es bei jedem Supermarkt, bei jeder Drogerie abgeben kann. Das heißt, ich muss auch nur, ich bin jetzt gerade im Homeoffice, muss auch nur eigentlich 10 Meter gehen und kann meinen Gurgeltest abgeben. Das heißt, auch für die Jugendarbeit hat es bedeutet, gute Regeln zu haben, aber diese niederschwellig halten zu können. Und deshalb war es, glaube ich, halbwegs okay. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in einem anderen Bundesland, wo es einfach mit einem solchen System nicht funktioniert hätte, auch die Jugendarbeit nicht so gut funktioniert hätte und Jugendliche, sagen wir mal diplomatisch gesagt, nicht so zufrieden gewesen wären, und zwar zu Recht. Und das, was ich jetzt eben mit Jugendarbeit auch jetzt erklärt habe, hat sich natürlich auch auf die Schulen bezogen. Das heißt, auch das Schulsystem wird momentan so aufrechterhalten, dass Österreich und damit auch Wien im Lockdown ist, also in einem richtigen Shutdown mit Handel zu, Gastronomie zu, aber die Schulen alle offen sind. Und das war uns ein großes Anliegen, weil, wie ich eben schon vorhin gesagt habe, es gibt nun mal sehr viele, die nicht so privilegiert sind und zum Beispiel keinen Laptop zu Hause haben. Und deshalb war uns das ganz, ganz wichtig. Das heißt, summa summarum gesagt, ich glaube, es war okay, aber wir wünschen uns alle, glaube ich, keine weitere Welle. Das ist vielleicht auch wieder so ein ganz interessanter Punkt, den wir uns abschauen können von Österreich, dieses gut ausgebaute Testnetz. Ich habe heute erst versucht, fürs Wochenende einen Schnelltesttermin zu bekommen. Der erste, der mir vorgeschlagen wurde, war für Donnerstag nächste Woche. Wow. Ja, aber das mal nur am Rande. Wir kommen zur fünften Frage, die wieder an den Herrn Fack geht. Tamara Dreier möchte wissen, welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche ganz allgemein? Ganz allgemein ist es tatsächlich, ich will es nicht überdramatisieren, aber es sind teilweise auch von den Zahlen her dramatische Entwicklungen da. Wir haben in der Corona-Zeit als BJR zusammen mit Kinder- und Jugendpsychiatern auch Veranstaltungen gemacht. Ich hoffe, dass wir unseren jugendpolitischen Jahresauftakt machen können. Wenn nicht, muss man halt schauen, dass wir wieder irgendwas Digitales machen, auch zu dem Thema. Denn die Belastung für Kinder und Jugendliche sind so stark, dass die sich tatsächlich auch auswirken. Das trifft nicht alle. Es kommen auch welche gut damit, klar. Und ich bin mir auch sicher, das trägt mir auch tagtäglich und seit über 30 Jahren, dass ich weiß, dass Kinder und Jugendliche auch nach Krisen ziemlich schnell wieder rauskommen können. Aber je länger es andauert, umso schwieriger wird es. Das heißt, Depressionen nehmen zu, Essstörungen nehmen zu, Ängste, Zukunftsängste sind immer ein Thema bei jungen Menschen gewesen und die gehören dazu. Das ist erstmal vollkommen okay. Aber wenn ich quasi in einer Dauerkrise mich bewege und alles wird schlimm und dramatisch und ist dann auch dramatisch. Und ich bekomme irgendwie nicht mit und kann nicht auf Erfahrung zurückgreifen, dass es ja auch wieder gut wird, weil ich jung bin. Dann haben die Ängste einfach in dem Punkt zugenommen. Und das ist etwas, was mich tatsächlich belastet. Denn die Orte, die sowas auffangen könnten, die sind wichtig. Das ist Schule, das ist keine Frage. Das kommt auch dazu. Aber es sind eben auch Orte von der Jugendarbeit, wo ich mich mit Gleichaltrigen treffen kann, austauschen kann und mich auch stabilisieren kann. Und deswegen, das hat zugenommen, vielleicht auch letzter Satz da. Interessant fand ich einen aus einer Studie, die jetzt seit dem Jahr ein bisschen unterwegs sind in Deutschland, eine Erkenntnis, die hochaktiven Jugendlichen
Also, ne, die sich in vielen Vereinen engagieren, gibt es da solche. Vielleicht erkennen sich dann der ein oder andere wieder oder die eine oder die andere. Die haben am meisten drunter gelitten. Das habe ich dann aber auch ganz schnell verstanden. Ihr habt total viel Energie, ich will total viel machen, ich muss aber die ganze Zeit daheim bleiben. Und da anzuknüpfen, die Energie wiederzugeben und das wieder umzugestalten, das wird eine spannende Aufgabe. Ich will es nicht überdramatisieren oder gleich bewerten, aber es wird eine spannende Aufgabe. Eine Aufgabe für unser Bayerisches Jahr der Jugend 2022 auf jeden Fall. Zwei Fragen haben wir noch. Frage Nummer 6 für den Tobias Gotthardt. Ivo Martinovic fragt, welchen Beitrag kann denn Schule leisten, die politische Bildung der Kinder und Jugendlichen zu steigern? Schule ist per se ein Ort des sozialen Lernens, ja, neben dem, was man in der Verbands-, in der Jugendarbeit macht. Und ich glaube, wenn Schule von Anfang an lehrt und lernt, dass man sich zu Wort melden und mitreden sollte, dann ist es eine sehr wichtige Erfahrung. Wir haben deswegen als Freie Wähler eine Forderung, die wir schon vorher hatten, jetzt in der Regierung umgesetzt und haben in den Schulen bereits ab dem Grundschulalter geben wir die Möglichkeit, Schüler mit Verantwortung zu gründen. Also die klassische SMV. Das war bislang nur an den weiterführenden Schulen, aber jetzt gibt es es auch an den Grundschulen. Und ich finde, das zeigt sehr deutlich, wir wollen wirklich, dass die Kinder von Kind auf lernen, dass sie sich zu Wort melden dürfen und auch sollen. Und dann ist es natürlich auch so, dass das jetzt begleitend die politische Bildung auch einen großen Stellenwert haben muss. Ich sehe die politische Bildung als eine Aufgabe, die fächerübergreifend läuft, eine Querschnittsaufgabe. Und ich weiß, dass wir, wenn wir jetzt im schulischen Bereich sind, zum Beispiel mit den Angeboten der Landeszentrale für politische Bildung, wirklich inzwischen ein hochmodernes Angebot haben, das auch wirklich auch in diesen Gaming-Bereich reingeht. Also da gibt es inzwischen nicht mehr nur Bücher, so wie ich es noch kenne, sondern wirklich auch ein Computerspiel, das digitale Rathaus, was auch immer. Und ich glaube, dass da wirklich die Schule guten Raum geben kann, um Politik und Demokratie zu lernen. Politik und Demokratie lernen und vielleicht sogar zum Beruf machen. Das ist noch das Thema unserer letzten Frage, die an die Frau Barkos geht. Tina Seifert möchte nämlich wissen, was waren denn für Sie konkrete Beweggründe, sich für eine politische Karriere zu entscheiden? Ja, entscheidend war es leider nicht. Es war irgendwie ist es passiert. Ich war selber zwar im politischen Umfeld, weil ich bei der Jugendorganisation von NEOS war, das sind die jungen liberalen NEOS, und war dort jahrelang einfach in dem Umfeld, und irgendwie ist es einfach passiert. Ich sage es ganz offen und ehrlich. Aber warum ich mich vielleicht, also ich habe mich einfach ganz aktiv damals, das war 2014, bei UNOS gemeldet und habe mich einfach auf der Homepage eingetragen als Interessentin. Und warum ich das gemacht habe, war, ich habe ganz viele Gründe gehabt, aber eins war, dass ich gemerkt habe, ich bin im Kopf einfach schon viel progressiver als andere Parteien. Und NEOS war damals sehr jung. NEOS ist 2013 gegründet worden, also ich bin ein Jahr später dann zur Jugendorganisation gegangen, und ich habe gemerkt, es gibt so viele Positionen, wo ich einfach will, dass die Gesellschaft weiter ist, als sie jetzt momentan ist, und wie sie momentan einfach auch von den, sage ich mal, Altparteien, also die halt schon länger existieren, also gesehen wird und auch geführt wird. Und das war vor allen Dingen gesellschaftspolitisch bei mir einfach ganz viel, von LGBTQ-Rechten bis Frauenrechte war bei mir ganz viel dabei, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach mittun. Aber ich habe mir jetzt nie gedacht, ich werde jetzt mal Mandatarin. Es ist einfach passiert. Aber es ist etwas sehr Schönes, das mir passiert ist, und ich bin da sehr, sehr glücklich auch drüber. Musik